zum 12. Dezember Gleichstellung und Selbstbestimmung umsetzen. Seit 10 Jahren, dem 12. Dezember 2012, dürfen durch dieses neu erfundene Gesetz Eltern ihren Kindern die Penisvorhaut abschneiden lassen, aus jeglichem Grund. Das Recht auf körperliche Unversehrtheit des Kindes wurde für diesen Fall einfach gesetzlich beseitigt. Alle dafür zuständigen medizinischen Verbände und Fachgesellschaften haben dieses Gesetz abgelehnt. Aber leider setzten sich die Abgeordneten des Deutschen Bundestages überwiegend darüber hinweg. Vorhäute an anderen Genitalien hingegen, also Vulven oder genitalen Varianten, wurden später durch die Gesetze Strafgesetzbuch 226a und § 1631e BGB geschützt. Sie dürfen nicht einfach frei nach Elternwunsch abgeschnitten werden. Ihr findet das gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz verstoßend? Wir auch. § 1631d BGB bewirkt noch mehr. Kindern unter 6 Monaten dürfen auch Personen ohne entsprechende fachärztliche Ausbildung die Penisvorhaut abschneiden. Eine ausreichende Betäubung ist damit unmöglich. Die Operation findet so gesetzlich legitimiert auch in nicht sterilem Umfeld statt. Keine neutrale Stelle überwacht diese Eingriffe. Ihr findet das unglaublich? Wir auch. Und immer mehr Menschen, die sich detailliert informieren und die Tabuisierung dieses Themas nicht mehr hinnehmen. Vorhautamputationen ohne strenge medizinische Indikation verursachen Leid. Jährlich müssen in Deutschland mindestens 400 Kinder wegen Komplikationen stationär nachbehandelt werden. Wie viele Männer an Spätfolgen leiden? An Schmerzen, an den Narben, an verringerter Sensibilität, an psychischen Folgen? Wir wissen es nicht. Keine staatliche Stelle sammelt dazu Daten. Es gibt keine staatlich finanzierten Beratungsangebote für gefährdete Kinder und erwachsene leidvoll Betroffene. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung informiert hier unzureichend und nicht nach aktuellem Forschungsstand. Eins wissen wir aber: Immer mehr leidvoll Betroffene sprechen darüber. Ihre Zeugnisse sind überall verfügbar. Jedes durch § 1631d BGB schutz- und rechtlos gestellte Kind, dem heute die Penisvorhaut abgeschnitten wird, kann später zu denen gehören, die darunter leiden, dass man ihnen ohne ihre Zustimmung einen hocherogenen Teil ihres Körpers und damit einen Teil ihres sexuellen Erlebens gestohlen hat. § 1631d BGB muss weg. Jetzt. Kehren wir endlich zurück zum uneingeschränkten Recht des Kindes auf eine gewaltfreie Erziehung. Diversität und Chancengleichheit hören nicht bei genitaler Selbstbestimmung auf. Da fangen sie an.